Fennek. Oder du musst mit einer Walze den Rand wieder platt walzen. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Dann kommt so eine Limousine vorbeigefahren. Genau, der Bauer, hier, Agrarminister. Genau. Der regt sich dann auf. Vor die großen Sprechblasen und so, ey, du Idiot! Du Schiff! Was fällt dir ein? Und dann steigt er so aus, so richtig, so ein muskulöser Typ. Dann zitterst. Genau, so ein Sprechblasen, du zitterst. Der Schweiß steigt dir zum Kopf. Genau. Er tropft über deine Nase. Halt ein paar Gameplay-Elemente. Ja, wir müssen unbedingt modden. Ja, dann fang an. Du hast schon Erfahrung. Ich werde dir beibringen. Musst du dich erst neu da reinfitzen. Ja, ich jetzt auch, ey. So richtig gemoddet habe ich noch. Da war LS11. Das war noch schöne Zeiten, da musstest du alles alleine machen. Da gab's auch kein schönes Multiplayer. Wirklich? Doch. Gab's doch schon. Nee. Also im 13er gab's auf jeden Fall. In 11er ja auch schon. Davor war ich nicht dabei. Klar gab's in 11er schon. Ja? Ja, ja. Es gab's, glaub ich, schon. Nee, in 8er glaube ich nicht, nee. Ach doch, weiß ich genau weiß jetzt gar nicht mehr. Es ist echt schon 9er, ab 9er glaube ich sogar schon. Kann sein, ich habe das noch nicht so damals ausprobiert. Na. Aber ich glaube schon noch. Elva dabei, stimmt. Elva hat man ja auch schon. Ja, Elva haben wir schon gespielt. Hat man auch schon mal gespielt, glaube ich. Na. 15er war ja erst letztens und davor Elva und 13. Genau, 13er sowieso. Weiß ich zwar nicht, ob ich da schon mit euch gespielt habe. Doch, hast also du mit uns. 13er haben wir auf jeden Fall. Ja, und 15er ja auch. Ja. Ja, das ist ja noch nicht so lange her. Wieder belegbar. Kann man sich ja noch erinnern. Ja, das kann man vielleicht noch. Man, immerhin, das Spiel gibt es ja noch nicht so lange, ja, da kann man sich noch erinnern, was davor war. Ja. Na gut, wenn du mich jetzt so fragst, ich habe vorhin überlegt, ob es Reifenspuren schon mehr als 15 gab. Ich glaube schon. Doch, gab's schon, nee. Ja. Doch. Die nee, gab's schon. Nur wenn du Mod nimmst. Nee, Reifenspuren glaubst du, gab's so auch. Standard, ja. Wenn du aus dem Feld rausgefahren bist. Ja, ach so, ich dachte jetzt auf dem Feld, weil ich habe nämlich auf dem Feld nicht Spuren von meinen Rädern. Es ist ja jetzt durch diesen neuen dynamischen Bogen. Genau, das glaube ich gab es nicht, aber wenn du aus dem Feld rausgefahren bist, hat er Spuren gemacht. Dreck sozusagen auf der Straße. Genau. Das war ja das große Feature mit dem ganzen Dreckmodell. Ja. Dass die Fahrzeuge alle schön waschbar sind automatisch und so. Mit dem Mod, dass um Mitternacht die Heinzelmännchen kommen. Da ist ja sauber polieren. Oder du nimmst halt einen Kersch. Das wäre zu einfach. Das war jetzt Produktplatzierung kriegen, weil wir die Firma so oft damit. Du könntest natürlich jetzt auch Hochdruckreiniger sagen, aber. Ja, aber du hast ja die Marken drin, also das ist ja keine Produktplatzierung mehr. Naja. Das stimmt wohl, aber. Aber naja. Ist so. Man hat ja verschiedenste Marken da drin im Spiel. Ich weiß gar nicht, was für eine neue dazugekommen sind. Ja, aber New Holland haben sie irgendwie aus dem Hauptdings gestrichen, oder? Ne, New Holland ist ja noch drin. Den habe ich gesehen, da gibt es einen Trecker, glaube ich, von. Ja. Aber nicht mehr so groß, glaube ich, gell? Viele gibt es ja nicht. Der ist ja auch nicht mehr in der Collector's Edition als extra Aufkleber dabei. Okay, was ist dann drin? Keine Ahnung, andere Firmen, die kein Mensch kennt. Ich glaube, ein Caterpillar mit Gummiketten, glaube ich. Ach so, okay. Also du meinst ein kleiner Gelber. Als Modell? Ja. Nee, als Modell ist ein Fan drin. Ach so. Genau. Aufkleber. Nee, war ja New Holland drin. Boah. Genau. New Holland. Und jetzt ist ein Fan drin. Okay. Genau. Ja, Fan ist ja... Fan ist ja nur dazugekommen. Ja, der Porsche und so.
Den hier ist ja neu. Und es gibt jetzt Lokomotiven. Genau, Züge. Ja, das ist ja auch. Kann Murdoch dann mal beweisen, ob er auch richtig anhalten kann. Ja. Oh ja, da muss ich erstmal die Streckenkenntnis für machen. Also ich muss erstmal gucken, wo was ist, und dann kann ich dir sagen, ob ich damit halten kann oder nicht. Auf jeden Fall werden wir sehen. Ja, das ist halt, ja. Ob das alles zu Rechten zugeht. Das habe ich noch, das müssen wir dann mal irgendwann mal testen. Also ja. Ich sag mal so, wenn ICE schon durch, na, wo steht das große VW-Werk hier, in Wolfsburg durchfährt, obwohl er da halten soll, ja, ja, stimmt, da war ja was. Aber das war Computerfehler. Da ist der Zug mit 120 durch den Bahnhof durchgedonnert, an den wartenden Fahrgästen. Und, entlassen? Nein, das war Computer. Naja, aber immerhin sitzt einer drin, der das beachten soll. Ja, aber er konnte nicht mehr halten. Das war ging nicht mehr. Ja, aber mit 120 soll er auch nicht reinfahren. Da fahren die Züge mit 120 durch, wenn du wenn die Durchfahrt haben. Okay. Ja, aber ja, dann machen sie aber davor eine Durchsage. Achtung, am Bahnsteig dies. Zug fährt. Eine durch. Zugdurchfahrt. Ah. Ja, das kannst du ja hier nicht. Hier ist ja wurscht. Hier fährt der Zug ja nicht 120. Ach, du meinst genauso wie bei der österreichischen Bahn, die ja erstmal wegen Bauarbeiten dann die deutsche Stimme die Ortsnamen sagt. Bei der englischen Durchsage. Genau. Ja, die kennen das halt. Die wissen, wie es geht. Dafür gibt es in Österreich wenigstens alles mögliche zweisprachig. Zum Beispiel? In Deutschland sind sie ja meistens noch ein bisschen zurückhaltend. Also ich sag mal so, im ICE wird auch zweisprachig. Ja, aber nur im ICE. Ja, reicht doch. Bei den ICs und ECs nicht, unbedingt. Natürlich, da auch. Immer drauf an. Nee, ich glaube, bei den ECs schon, im ICE aber nicht. Nee, kommt immer drauf an, ob der Schaffner Englisch kann. Das auch. Oder nur Arabisch. Genau. Kannst du Englisch oder nur Arabisch? Naja, um bei uns in Deutschland sowieso Lokführer zu werden, da musst du sowieso gut Deutsch können. Weil sonst darfst du mich nicht fahren. Das wäre ja halt irgendwie schon die Voraussetzung. Ja. Genau, der Fahrdienstleiter kann nämlich nur Deutsch. Ja, das wäre halt, wie gesagt, Voraussetzung irgendwie so. Weil Amtssprache ist bei uns nicht Englisch, da ist nämlich Amtssprache Deutsch. Ja. Also wäre es Englisch, dann hätte ich gesagt, leck mich am... Ist ja genauso wie am Treckerreifen. DB.de leitet ja auf die Deutsche Bahn Firmenseite und DB.com auf die Deutsche Bankseite. Ja, auch nicht schlecht. Okay. Bahn.de leitet ja auf die Konsumerseite. Von der Bahn. Gut, der Hänger ist voll. Weiter mit jetzt. Ja, fahr zum Silo. Am Hof. Oder genau, zum Hof. Wo ist ein Lager? Hallo, wo ist ein Hoflager? Da hinten steht irgendein Silo. Du wirst es schon finden. Da hinten steht ein Ziel. Hey, wohin? Nein, nicht im Baum. Das mit der Kamera ist schon cool, dass die sich so mitbewegt. Was ist aus? Gehört das Ziel uns? Ziel aus. In der Ziele kannst du früher gehen. Rohstoffe lagern. Ja, dann lagern wir mal hier was. Hey. Stimmt, das kann ja eigentlich auch noch jemand machen. Dann, wenn wer fertig ist, halt die Silos leppern. Ja. Oder umladen und dann können wir mit dem Zug das Zeugs in der fahren. Wir gehen das jetzt mit dem Abladen auskippen. I, aha. Das ist jetzt ein bisschen anders. Früher war es ja Q. Na, Q war ja ankoppeln. Ja, und auskippen. Und auskippen, wenn du über den Auskipppunkt kommst. Kannst du mit Q eigentlich früher auskippen? Jetzt das I, weil du ja überall hinkippen kannst. Ich merke mir die Tasten von mir, das war nicht. Ja, das musst du doch wissen als LLS-Spieler, Sascha.
Ne, ich drücke einfach die Taste. Achso, ja. Die immer in der Hilfemenü angezeigt wird, ne? Genau. In der Hilfemenü. Ja, links oben. Da, wo ich halt gerade denke. Ich schaue ja nicht auf die Tastatur, wenn ich spiele. Meistens. Ja, schon, aber du musst ja die Taste wissen, welche du drücken musst. Keine Ahnung, also das kann ich dir dann meistens nur sagen, wenn ich es tun muss. Zum Beispiel Gerät anschalten und so. Vor allem, das ist viel zu lange her, wann habe ich denn das letzte Mal LS gespielt? Ja, das ist ja nicht schon her, ja. Mindestens ein Jahr, oder? Boah, ja, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Da war bei mir so das letzte Mal. Ja, wo ich bei dir war, auf jeden Fall. Da haben wir ja Forst gedenkst. Okay, weiß ich gar nicht mehr. Habe ich ja deine Forststeuerung aus. Stimmt, genau, ja. Meine Steuerung, die muss ich auch neu bauen. Habe ich schon Plan. Du hast Pläne. Ja. Das gehört sich so. So. Meine andere Frage, Ed, was heißt BRB-Modus an? Was? Bei meinem Aufnahmeprogramm, da steht BRB-Modus an. Das ist, wenn du aus dem Spiel rausswitcht. Ah, okay. Wenn du nicht im Spiel bist. Dann hat er das. Na, no. Blub. Zip. Dreh dich um. Ha, cool, da wird auch die KMH-Anzeige hier rechts angezeigt. Geil. Und hast jetzt ausgeladen. Ja, ich hab's geschafft. Ja, er nimmt ja seine Arbeit an. Der war trotzdem sehr merkwürdig aus. Also es tut ja irgendwie in der Entfernung ausblenden. Ja. Aber irgendwie auch nicht so richtig. Zum Beispiel von einem Feld sind einige Bahnen da. Einige nicht. Streu und einige nicht. Ja. Das ist ein bisschen komisch. Normal kannst du das bei jedem Fahrzeug und Teil einstellen, wie weit es sichtbar ist. Da gibt es so einige coole Mods, wo dann auf einmal das Fahrzeug verschwindet, aber die Reifen sind noch da. Siehst nur Reifen rumfahren. Irgendwie will meine Saatmaschine nicht mehr aussehen. Ja, dann hast du vielleicht diese leer? Nee, die ist voll. Ja, dann weiß ich auch nicht. Wäre auch nicht. Wir könnten ja vorbeikommen. Ja. Der war viel zu simpel. Na, ich muss eben meinen Mähdrescher dann zum Hof stellen. So. Was ist eigentlich die Zeitanzeige unter der KMH-Anzeige? Wie viele Stunden du schon gefahren bist vielleicht? Ja, Betriebsstunden? 29,5, ja. Oder auch. Ja, du urteilst auf Realtime. Nee, Hektar vielleicht. Ha, Hektar. Wie du schon gemacht hast? Betriebsstunden. Ja, aber das passt ja nicht zusammen. Na gut, die, die Fahrzeuge haben wir ja schon. Du darfst nicht vergessen. Du hast ja hier normale Zeit an. Ja, eben, deswegen. Ja, aber vorher war 5er, gell? Bevor ich die umgestellt habe. Aber ich glaube nicht, dass das. Ja, eigentlich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was habt ihr da? Ich hab 35. 41. Vielleicht wirklich vordefiniert. Also ich kann nichts mehr aussehen. Abkoppeln? Mal abkoppeln oder aufkoppeln, weg ist dann. Wo ist denn das Feld? Ich sehe hier nichts. Ström. Kann ja hinfahren mit meinem Trecker. Haben wir eine Beinpresse? Können wir gleich pressen. Ja, aber Ladewagen wäre interessant. Was kostet ein Ladewagen? Okay, gehen wir jetzt erstmal zu Murdoch. Mal gucken. So, Hänger ist dabei. Fahren wir mal los. So, was sagt das gute Ding? Ich würde sagen, ein bisschen verrostet.
dreht er oder wie?